Hallo Brudis und herzlich willkommen zum vorletzten Part von Pokémon Gold. Hoffen wir es mal. Und zwar gehen wir jetzt in die Alfruinen rein und lösen die Rätsel. Ich habe hier das hier mal ein bisschen was ausgedruckt und ich weiß jetzt die ganzen Rätsel, die müssen wir jetzt natürlich lösen. Ach Gott. Ne, ich glaube hierhin nicht, ne? Wo ist der erste Rätselraum? Was steht denn hier? Rätselstein, Puzzlekammer, okay, perfekt. Da gehen wir zuerst rein. Willkommen in diesem Raum. Hier sind verschiebbare Bodenplatten, die ein Pokémon darstellen, das von Menschen aus der Antike gemalt wurde. Verschiebe die Platten so, dass ein Bild entsteht. Rechts findest du eine Beschreibung des Pokémons. Ein Pokémon, das sich am Meeresgrund versteckte und mit seinen Augen auf dem Rücken die Umgebung genau beobachtet. Das könnte Kabutus sein oder Amonitas. Aber was sehe ich hier? Was sieht man hier? Das ist schwer. Sieht mir eher wie... Ah, hier steht, sieht mir eher wie ein Kabutops aus. So, da unten müsste dieses Ding jetzt sein. Das ist mit der Treppe genau. Das muss hierhin sein. Perfekt. Dann muss das hier da hier sein. Okay. Das hier... Das muss hier sein. Die so eine Treppe ähnliches Symbol. Das muss hier sein. Okay. Und dann gibt es so eine Welle. Ich weiß nicht, ob das diese Welle ist. Ich glaube, diese Welle ist es, ne? Hierhin. Perfekt ist, glaube ich, schon perfekt so. Dann diese Welle hierhin. Ja, das ist perfekt bis jetzt. So. Dann hier nach oben. Da muss so ein Streifen dahin, der nach links geht. Oder nach... Ne, ich glaube nicht dieser hier. So ein Streifen, oder? Ja, so einer ist viel besser. Und so einer, glaube ich, noch. Ja, das sieht perfekt aus. Okay, dann nochmal hier mit derselben Form. Aber nur nach links. So, das sieht gut aus. Dann so. Ja, es ist perfekt bis jetzt. Okay, dann... Dann gibt es noch so einen weißen Grund hier. Wieder so einen weißen Grund. Ich weiß nicht, ob das hier zu... Ja, das ist so perfekt. So. Kann es schon hier sein oder... Ja, ist es hier. Dann ist das andere Auge hier. Dann das weiß ich nicht. Ja, das ist perfekt. So passt es. Glaube ich. Sieht es genauso aus wie im Bild? Nee. Ich glaube andersrum das hier. Ja, so passt es. Viel besser, oder? Ja, perfekt! So sieht ein Kabuto aus. Ja, was passiert jetzt? Oh, scheiße! Jetzt kann man neu Izognitus fangen. Eine seltsame Anwesenheit ist hier zu spüren. Hier kann man nämlich andere Izognitus fangen. Das ist ja das Geile daran. Und das braucht man auch. Das sind solche Izognitus. Ein wildes Izognito, bla bla bla. Okay. Beutel und ein Pokéball, Hyperball wird erstmal benutzt für dieses Pokémon. Izognitus sind ziemlich geil. So, mach. Komm, Bruder. Ach, du Wichser! Ich will dich fangen, Bruder. Kraftreserve. Ich weiß nicht, was die für andere Pokémon, was für andere Attacken die können. Deswegen... Ich glaube, die können nur Kraftreserve, oder? Aber Level 5 ist das schon nicht stark. Komm jetzt, bitte fangen. Och, der flieht sogar, der ist Level 5, Alter. Kann nur Kraftreserve und es ist ein Hyperball, den ich benutze, also kein Pokéball. Es müsste eigentlich schnell gefangen sein. Ich kann es ja nicht schwächen. Wobei mit Donnerwelle, ich könnte es paralysieren. Wird es dann schwächer? Das weiß ich nicht. So, perfekt, geht doch. Da. Und für Izognito wird ein Trag im Pokédex angelegt. Bla bla bla. So, jetzt haben wir dieses Izognito. Nee. Machen wir nicht. Ich glaube, es gibt nur diese Art hier, ne? Oh, wir müssen jetzt zurück. Weiß nicht, ob da mehrere Izognitos gibt oder nur so eine Art. Ich glaube, nur diese Art. Nee, es gibt ja auch ein anderes. Ich glaube, wir müssen 4 verschiedene oder so fangen. Dann kriegt man ein neues Pokédex. Das ist ziemlich wichtig. Für welche, die es interessiert, die auch Izognitos fangen wollen.
alle haben. Ich glaube, es gibt nur 21. Ich weiß aber nicht, was es bringt, wenn man 21 hat. Weiß es nicht. Ich werde es auch nicht machen. Ja, fick deine Mutter, du Wichser. Was haust du ab? Scheiß Spasti. Okay, das haben wir auch noch nicht. Das ist ein D, glaube ich. Sieht aus wie ein D. So, das will ich haben. So, Bruder. Hyperball. Das sind Level 5 Pokémon. Wieso sind die so schwer zu fangen? Ach Gott, ey. Hier, du fliegst, du Wichser. Gut. Ach Gott, ich sehe gerade im Pokémon Hard Gold ist es viel schwieriger. Also das Alfruin-Rätsel. Ach, das ist ja schön. Ach, fick dich, Mann. Ich sehe hier auch die Karte gerade. Ach, du Wichser, du Scheiß. Izognito, Pisser. Ich bange deine Mutter. Rätsel 2, Rätsel 3. Warte mal. Wie kommt man zu Rätsel 3? Das ist schon was anderes, wie der Einheitstunnel. Durch den Einheitstunnel. Okay. So, das haben wir auch noch nicht gefangen, ne? Na komm, mach. Oh, ich benutze einen Köderball. Ein schwacher Pokémon. Wo gibt's hier schwache Pokémon? Überball, komm jetzt. AA drücken. Oh, perfekt. Bohuda. Okay, wir haben zwei verschiedene Izognitos. Jetzt gehen wir raus. Und lösen das zweite Rätsel. Ich weiß nicht, wie man zum dritten Rätsel kommt. Ich glaube, es geht durch den Einheitstunnel oder so. Das schauen wir natürlich uns genau an. Rätsel 2 ist ein Aerodactyl. Okay, das müsste dann stimmen. So, dieses Flugpokémon greift seine Beute mittels seiner sensenartigen Reißzähne an. Okay. Oh, das sieht schwierig aus. Okay, das sind seine Augen. Das sieht aus, als wäre es hier. Genau, ist perfekt. So, seine Fresse, wo ist seine Fresse? Hier ist seine Fresse. So, das sieht so aus. Ja, es sieht bis jetzt gut aus. So, hier rechts. Er muss so ein Symbol, oder? Nicht, doch, wirklich. Das sind die Flügel. Okay, was ist da rechts daneben? Sieht aus, als ob es weitergeht. Dann ist es das hier. Kann nur das hier sein. Ja, es sieht bis jetzt gut aus. Okay. Dann gibt es noch so eine Spitze, die merkt man sofort, dass es was gut... Nee, das ist bis hier hoch. Dann geht es hier nach unten mit so ein... Mit sowas. Warte mal. Wo ist das? Mit so einer Treppe. Treppe ähnlich. Hier, oder? Nein, ist nicht. Nee. Das hier? Nein. Das. Da ist es doch. Glaube ich. Ja, es ist. Das ist perfekt. So, weiter geht's wieder mit so einem Ding. So, hier geht's weiter. Nee, so nett. Das soll hierhin führen. Nee, das passt überhaupt nicht. Was passt denn? Hier genau. Es muss unten sein irgendwo. Würde das passen? Ich glaube, das passt. Gibt's noch so ein fettes Ding? Verfick dich jetzt. Das hier nämlich. Ja, das könnte sein. Das könnte es sein. So, dann führt's hier nach oben. Dann gibt's das hier noch, so ein fettes Teil hier hin. Aha. Sieht bis jetzt sehr interessant aus. Ja, es sieht bis jetzt gut aus. Okay, wir haben ja alles erstmal. Aber dann gibt's dieses Teil hier, oder? Dieses Teil. Das ist richtig. Ja, das ist richtig. So, dann gibt's hier noch so ein seltsames Teil. Okay, warte mal. Wir führen jetzt mal hier unten hier weiter. Könnte dieses Maul hier weiter sein? Nee, das passt nicht.
glaube, das hier passt. Ja, das passt perfekt dazu. Okay, dann links, rechts weiter geht's mit diesem Ding. Weiß nicht, ob dazu passt es nicht. Das hier? Nope. Es ist gewaltfrei hier. Das ist perfekt. Oder? Ja. Okay, dann gibt es noch so ein... Da, das passt. Das passt hierhin rein. Das muss hierhin rein, glaube ich. Ja, es ist perfekt. Und dann gibt es hier noch das hier. Ja, es ist perfekt. Wir haben es geschafft, Bruders. Ja, es ist ein Aerodactyl. Boah, das ist ein schwieriges Rätsel, muss man so zugeben. Jetzt geht wieder das hier runter auf. Wieder eine seltene, eine seltsame Anwesenheit hier ist hier zu spüren. So, wo müssen wir überhaupt lang? Weiß ich nicht. Okay, hier gibt es auch andere Inzognitos. So, perfekt. Dann fangen wir das natürlich mal. Hyperball. Okay, perfekt. Hyperball, stirb bitte. Bruder, nee, stirb nicht, du sollst gefangen werden. Boah, du Wichser! Boah, ich hab keinen Bock, gegen dich zu kämpfen. Ich will, dass du gefangen wirst. Ich brauche dich, Bruder. Was weiß ich selber nicht, für was ich dich brauche. Ich glaube, für das internationale Pokédex. Ich weiß nicht, ich finde Inzognitos mal empfangen muss, um das zu bekommen. So, wir wollen es natürlich nicht benennen. Bill ruft uns an. Hi, Joker, ich bin's Bill. Danke, dass du das Lagerungssystem benutzt. Das letzte Pokémon, das du geschickt hast, hat deine Box voll gemacht. Du musst die Box wechseln, wenn du mehr Pokémon fangen willst. Bis dann! Okay, danke, Bill. Dass du mir den Tipp gibst, aber wir benutzen jetzt auf jeden Fall Schutz, weil wir jetzt keine Pokémon mehr fangen können. Deswegen gehen wir jetzt weiter zu der nächsten Tür, denn wir brauchen die Freiheit. Ansonsten wird's sehr Oh, da ist er doch! Hm, das ist doch ein Pokédex, nicht wahr? Darf ich ihn sehen? Es gibt so viele unterschiedliche Pokémon. Hm, was ist das? Was ist das für ein Pokémon? Sieht aus wie die merkwürdigen Zeichen an den Wänden in den Ruinen. Weil diese Zeichen tatsächlich Pokémon sind, dann gibt es noch viel mehr davon. Ich weiß, lass mich deinen Pokédex erweitern. Mir nach! Okay. Wir warten. Geschafft! Ich habe den Pokédex erweitert. Ich habe den optionalen Pokédex-Extra für Inzognito eingebaut. Er speichert sie in der Reihenfolge, in der du sie fängst. Jokers Pokédex wurde erweitert. Jedes Inzognito, das du fängst, wird darin eingetragen. Schlage nach, um zu erfahren, wie viele es gibt. Okay, schauen wir nach. Wie viele gibt es davon? Select Optionen, Inzognito-Index. Wir haben bis jetzt 3 Stück. Oder? Keine Ahnung. Es gibt, glaube ich, nur 12 davon oder so. Es reicht aber genug. Was ist das? Das ist ein Einheitstunnel, oder? Alfruine, Freunde, willkommen. Ne, das sind einfach Alfruinen. Okay, wohin führt uns der Einheitstunnel? Wo ist der denn? Da ist er doch. Schutz. Schutz wirkt noch immer. Alles klar. Dann gehen wir weiter hier entlang. Ja, Schutz wirkt nicht mehr. Toll, super. Hat's dir voll gebracht, du Wichser, Fresse. Lass mich doch einfach nur in Ruhe. Da ist, glaube ich, ein Rätsel in dem Schloss. So, Einsetztunnel. Oh, du Fettsack, Alter. Brüll, die Leute laufen davon, wenn ich brülle. Du aber wolltest mich sehen. Das gefällt mir. Hier, bitteschön. Lol. Tam, geil. Brüll, es ist Brüller. Sogar Pokémon laufen davon, wenn du ihn einsetzt. Cool. Jetzt müssen wir durch den Einheitstunnel. Ich hätte einen netten Plausch. Oh, du bist ein starker Gegner. Willst du mir deine Telefonnummer geben? Ich melde mich, wenn ich wieder bitte kämpfen möchte. Oh, falls du meine Nummer möchtest, gib mir Bescheid. Wobei, das ist ne... Bitch. Komm, wir nehmen ihre Nummer.
annetzen um... Ich melde dich, okay? Okay, Brudi. Schaut's weg nicht mehr. Schade. Wo ist der Einheitstunnel überhaupt? Und wo lang müssen wir überhaupt? Der Einheitstunnel hat 2 Ausgänge in dieser Alf-Ruinenzone. Und... beide führen zu den Rätseln. Deswegen brauchen wir das so dringend. Und da ist der Einheitstunnel. Mal schauen, wie wir da durchkommen. So, und wo wir müssen. Hier, glaube ich, hin. Da konnten wir früher nicht hingehen, weil es nicht ging. Aber das bringt uns nichts. Bringt's ja voll. Und dann geh weiter. Jetzt können wir irgendwo raus, aber noch. Wo wir, glaube ich, nie raus konnten. Nein, nicht Sonderbombung! Bla, 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 super Schutz benutzen. So. Besser so. Ah, hier gibt es noch ein Unterwassertreppe, denn... Und hier gibt es noch Surfer, kann man was benutzen. Könnte was irgendwo rausbringen. Genau, hier ist eine andere Leiter. Was bist du denn? Du bist ein Trainer? Wer ist da? Lass mich und meine Pokémon in Frieden. Lol, da gibt es keinen Pokémon-Trainer. Da waren wir ja noch nie anscheinend. So, Pokémaniac. Kenny schickt Knogge in den Kampf. Oh. Nicht mal so schwach. Okay, doch, schwach ist schon. So, jetzt komm. Laval. Laval regelt das mit Schellen, Brudis. Kein Problem. Es gibt dann nur noch 2 Rätsel. Und dann machen wir noch noch Lugia natürlich. Und dann müsste eigentlich dieser Part auch beendet sein. Und dann gibt es nur noch diesen letzten Fight. Und der wird so schön gehen. Und der wird so richtig geil sein. Ich werde deine Mama. Was kann eigentlich Lugia alles lernen? Ich möchte ihn gerne in mein Team haben. Ich glaube, der kann auch Kaskade lernen, oder? Kann er das lernen? Weiß es nicht. Aber der würde sehr gut helfen, unser Team. Pokémon, verschwinde, geh weg! Alles klar. Aber sei nicht so aggressiv, okay? Okay? Habe ich gesagt. So, weiter geht's. Da ist noch ein Trainer. Was machen diese Wichser hier? Ich bin hierher gekommen, um meine Pokémon-Forschungen durchzuführen. Ich zeige dir mein Ergebnis in einem Kampf. Boah, ich habe schon wieder Antischock in meiner ersten Wahl. Ach Gott. Wobei, ich hoffe, der hätte ein Wasser-Pokémon oder sowas. Ach, Kangama. Das ist ein ziemlich seltenes Pokémon, das du da benutzt. Kann ich es umbringen? Tot. Boah, ich freue mich schon auf dieses Let's Play, dass es beendet wird. Einfach aus dem Grund, weil ich noch nie ein Pokémon-Edition zu Ende gebracht habe. Ist echt so. Du hast es mir aber gezeigt. Und ich bin echt froh, dass ich so weit gekommen bin schon. Eigentlich komme ich locker so weit, weil... Ich weiß nicht, mir wird einfach nur langweilig. Ist eben mit einem Let's Play, aber hier bei Pokémon Gold wird es mir nicht langweilig irgendwie. So, hier ist ein Item. Elixier brauche ich überhaupt nicht. Naja, haben wir es halt jetzt geholt. Scheiß drauf. Und da sind sogar noch mehr Trainer. Okay. Gibt es da sau viele Trainer? Ich verstehe es nicht. Warum? Ich glaube, hier gibt es noch was. Warte. Ich könnte hier was verstecktes Item geben. Nope. Dann geht's weiter. Der Einheitstunnel ist ja noch richtig groß. Den haben wir noch nicht ganz entforscht. Nicht wirklich. So, da ist noch eine Fotze. Warte mal, hier gibt's doch Lapras. Hier gab's doch Lapras. Hier gab's Lapras. Aber wir wollen doch nur ein anderes Tor durch. Also wir wollen nur woanders raus. Deswegen lohnt es sich doch hier nicht. Hä, die haben doch... Haben wir die besiegt? Ich trainiere momentan. Möchtest du kämpfen? Dann muss ich auf ganz woanders lang. Das ist ein anderer Weg. Da will ich ja noch gar nicht lang. Ich will da gar nicht lang. Also ich will ja unbedingt einen Ausgang finden, wo ich da rauskomme zu diesem Rätsel 3, Rätsel 4. Aber wie ich sehe, gibt es hier nicht so einen guten Ausgang. Okay. Flamara. Bringt der ja nichts. So, Donnerschlag müsste jeden umbringen. Das ist ziemlich geil.
Oh, Flammara, fick dich, du Fotze. Okay, wie viele Pokémon hat die noch? Ach, ein Blitzer. Ich glaube, der hat alle Evoli-Entwicklungen. Ich glaube, jetzt noch ein Aquana. Blitzer. Stirbt trotzdem, glaube ich. Einfach aus dem Grund, weil ich Level 33 höher bin als der. Komm jetzt. Noch ein Aquana muss es sein. Bin mir sicher. Oh, ich bin mir sicher gewesen. Ich muss den nicht mal wechseln, den Antischock. Ich hätte auch keine Lust zu wechseln, da muss ich ehrlich zugeben. So, noch zwei Rätsel. Dann ist das LP beendet. Oh yeah. Nee, Let's Play ist noch nicht gar noch nicht beendet. Gibt dann noch ein Part. So, oh nein, du bist so gut für mich. Bla 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 bla. Halt die Fresse, du Fotze. So, weiter geht's. Ich hoffe, mein Superschutz wirkt noch. Ansonsten bin ich echt am Arsch. Aber es wirkt noch, glaube ich. Ja, jetzt nicht mehr, genau. Aber wir benutzen es trotzdem nochmal. Wieso habe ich überhaupt nicht gegen die Pokémon-Trainer gekämpft? Ich weiß es nicht. So, jetzt muss ich wieder zurück. Oh Gott. Kein Bock wieder zurückzugehen. Och, leckt mich, Leute, ey. So, jetzt gehe ich mal den oberen Weg entlang. Ich glaube, dort, das führt uns vielleicht wenigstens zum einem Rätselausgang. Den haben wir zum Glück besiegt. So, wo führt es uns hin? Lala, gibt es hier noch was? Da ist ein Ausgang. Wie kommen wir nur dahin? So, hier gibt es nichts mehr, ne? Ah, drücken gibt es keine versteckten Items. So, geht's links lang? Nee, ne? Wer ist es zurzeit nicht? Nope. Es geht nur so entlang, okay? Da ist ein Trainer. Gegen den kann ich sogar kämpfen. Sieh mal einer an. Ein Besucher. Gib dir gleich Besucher, Alter. Du Fettbacke, du. Auch Wanderer Wendelin. Schick Kleinstein in den Kampf und ich bin so blöd. Und habe Antischock im Vordergrund. Deswegen kommt Nessie rein und zeigt es dir. Wie ein kleiner Hund, du Bastard, bist du ein Spastika. Ach, so ein Bastard, Alter. So ein Wichser. Aber es ist die einzige Attacke, die mir was ausmacht. Ansonsten wären es nur noch sehr schwache Attacken. Macholo hat er noch. Okay, perfekt. Damit wärst du down, Brudi. So. Badadadadadan. Kaskade und du bist tot. 16 Level Unterschied. Macht schon sehr viel aus. Perfekt. Wanderer Wendelin wurde besiegt. Du setzt dich ja zur Wehr. Ach, ist das witzig, Alter. Spast. So, jetzt gehen wir weiter. Och, da ist schon wieder Trainer. Och, da ist sogar ein verschiebbarer Stein, aber wie willst du den benutzen? Hey, habe ich gegen dich schon gekämpft? Ich bin lange herumgeirrt. Das hier macht mir nichts aus, aber ich bin hungrig. Okay, da unten gibt's auch noch so einen Weg. Oha, was machst du denn hier? Ich bin aber dort, wo ich sein sollte. Hm, das ist ein merkwürdiger Ort. Aha. Okay. Wenn du sagst. So, der hat nur ein Pokémon. Ein Girafarig. Und ich habe immer noch Antischock. Och Gott, bin ich blöd. Aber es bringt jetzt sowieso nichts. Ist scheißegal, welches Pokémon ich hätte. Ich hätte ihn sowieso gewonnen, hittet. Aber ich sollte Antischock jetzt nicht mehr im Vordergrund lassen. Einfach aus dem Grund, weil er schon sowieso schon overgelevelt ist. Schon übergelevelt, ey. Hm. Wobei unsere Pokémon sind alle eigentlich untergelevelt, aber... Die bringen trotzdem im Kampf was, also ist schon was Starkes, schon ein starkes Team. So, komm, Rätsel 3. Ach Gott, das glaube ich ist Rätsel 3, ne? So, wie kommt man beim anderen Ausgang rein? Ein Pokémon, das mittels regenbogenfarbener Schwingen grad Ziel durch die Lüfte schwebte. So, da sehe ich natürlich schwarz, nein. So, da ist so ein kleiner weißer Punkt nur, den man hier nicht gut erkennen kann. Ich glaube, das war das hier, oder? Ja, das ist perfekt. Das sieht gut aus. Das sieht ziemlich gut aus. Und jetzt zweites ist dann noch so ein... Wie ich... Das könnte sein, aber ich glaube eher nicht. Das ist dann das hier vielleicht. Ne, wobei, das kann nur das hier sein. Das kann nur das hier sein. Okay.
Da gibt es nochmal so Flügel. Diese Flügel gehen... Ja, das sind keine Flügel, oder? Hier gibt es noch irgendwo Flügel. Aber wo sind diese scheiß Flügel? Okay, warte mal. Es gibt dann hier noch so ein... So eine treppenartiges Symbol wieder. Da oben sind Treppen gezeigt. Ja, das ist perfekt. Das sieht gut aus. Dann gibt es noch... Hier diese Flügel. Ist das richtig? Es kann nur das hier sein. Dann gibt es noch mal Flügel hier. Hier. Das könnte das hier sein. Nee, das ist es nicht. Das hier? Nee, ne? Das hier vielleicht? So, das sind zwei, die nach rechts oben zeigen. Ja, das müsste das dann sein. Ja, das ist das hier. Oder? Ja, ich glaube, das ist das hier. Dann unten nochmal so welche Dinger. Die aber wieder nach rechts zeigen. Ah, das ist das hier. Ja, es ist eindeutig das hier. Und dann ganz unten. Rechts ist dann nur noch so ein kleines Ding. Sowas hier. Sowas in der Art. Ja, es ist perfekt. So, links dasselbe jetzt. Nochmal. Das ist das erstmal. Dann gibt's noch dieses hier, das ganz unten ist. Oder? Okay, bis jetzt alles richtig. Dann noch das hier und dann haben wir es schon. Wobei, ich glaube, das ist oben, oder? Das ist oben. Das ist hier oben. Ja, das ist so, ist so. Ist so. So, jetzt geht's schon weiter in die Mitte, in dieser Form hier. Da ist so ein Schnabel, den sieht man auch sein Auge. Ne, wobei, da sieht man noch nicht sein Auge, ne? Ne, warte mal, das ist das. Passt schon. So, ja, bist perfekt. Okay, dann gibt's hier noch so ein Clown-Bild. Das sieht aber scheiße aus. Deswegen kann ich jetzt nur glauben, dass es so ist. Und so. Weiß es gerade echt nicht. So, das müsste ungefähr so aussehen. Nee, das ist falsch, wie gesagt. Dann ist es so. Und so. Ja, jetzt ist es perfekt. Aber ihr kennt ein Hu-Hu, glaube ich, daran. Es ist ziemlich schwierig, also das selber zu lösen. So, jetzt gibt es schon wieder so eine Tür. Die brauchen wir aber nicht mehr. Denn wir haben schon alles, was du brauchst. Denn wir brauchen sowas nicht mehr. So, jetzt nochmal durch den Einheitstunnel. Wo ist der Ausgang dann beim Einheitstunnel? So, Superschutz benutzen. Auf jeden Fall, ist das jetzt schon ein ziemlich langer Part. Aber Lugia Fight packe ich noch hinten dran. Das müsste er nicht packen, wenn ich Meisterball benutze, dann müsste er nicht sofort gefangen sein, also... Ist eigentlich nur der Weg bis dorthin wichtig, also der ist ja nicht wirklich lang, glaube ich. So, Einheitstunnel, ich brauche deine Hilfe. So. Es gibt hier zwei verschiedene Wege. Ah, benutze dieses Fahrrad trotzdem noch. Okay. Superschutz. Es gibt nur einen Weg. Es gibt nur noch einen. Es gibt nur diesen Weg. Dieser hier. Der müsste uns hier irgendwo hinführen. Warte mal, wie geht der hier? Wie geht der Weg hier nur? Kann man hier runterspringen? Nee, ne? Ist ja der Scheiß. Wobei, wenn man runter geht einfach. Oh bei, stimmt, wir können ja. Och Gott, ich kann ja Stärke benutzen, Mann. Mein Gott, ey. Du kannst ja durch. So, mein Gott, ey. So, das ist der Rätsel 4. Das ist ein Ammonitas. Wie es hier anscheinend hat. Dieses Pokémon bewegte sich mit Hilfe seiner 10 Tentakel fort. Aha.
Das ist auf jeden Fall richtig schwierig hier. Wobei, krieg mal aber hin. So, die obere, dieses Ding hier, geht, glaube ich, hier hoch. Hin. Dann gibt es wieder zwei Streifen irgendwo. Warte mal, wo sind die zwei Streifen? Die richtigen Streifen. Einfach so hier jetzt Streifen bilden. Die müssen einfach nur Streifen bilden. Und zwar in gelber Farbe. Das ist das hier so gesehen. Ja, das kann das gar nicht sein. Muss ein Streifen sein, das auch schwarz ist hier. Genau, das ist das Richtige. Oder? Ja. Bis jetzt ist es richtig. Okay, das könnte das hier sein. Dort, das ist so ein verficktes, schwieriges Rätsel jetzt gerade. So, hier ist ein Auge, das merkt man sofort, dass es das nur sein kann. Oder? Nee, hier ist das Auge. Es kann hier nur das hier sein. Ja, ich sehe hier schon ein bisschen Ammonitas schon gebildet. Wir haben uns schon einen kleinen Ammonitas gebildet und jetzt gibt es noch wieder so kleine Dinger hier unten. Das ist sogar mit Hilfe dieses Rätsels sogar sauschwer. Warte mal. Unten ist jetzt so ein Ding. So was Weißes. Das heißt, es könnte das hier sein. Oder? Nee, das kann das gar nicht sein. Es müssen schon mehrere sein. Könnte das hier sein? Nee, ne? So ein kleiner Blick hier unten. Ja, das ist, glaube ich, das hier. Oder? Ja, das kann nur das hier sein. Sieht perfekt aus. Und dann gibt es hier noch ein... Das ist das perfekt, das hier gleich. Dann gibt es hier weiter rechts nochmal so eine Schlange. Mit aber unten diesen Ding. Warte mal. Welcher ist davon krummer? Ich weiß jetzt gerade nicht, ob das hier richtig ist oder das hier. Müsste eigentlich so sein. Ja, das passt eigentlich, weil da rechts ist noch so ein weißes Rand. Ja, dann sieht man es ja perfekt. So. Ja, das ist ein bisschen anders. Das ist aber der Richtige. Okay. Ich glaube, das ist das Richtige, ne? Das muss, ja, das muss immer... Es gibt den weißen Rand immer rechts. Daran merkt ihr das eigentlich. So, das muss hier oben sein, ne? Okay. Das hier ist, glaube ich... Ah, richtig! So, das hier, das müsste eigentlich hier sein, oder? Ne, das kann nur hier sein, okay? Dann das hier. Das kann auch nur hier oben sein. Wobei, nee, ne? Doch, das kann nur hier sein. Ne, warte mal, was ist das? Ne, das ist so ein Ding. Das gehört hier rein. Welche Streifen gehören hier rein und das ist perfekt. Das passt perfekt da rein. So, was ist das für ein Ding, Teil? Das gehört auf jeden Fall hier rein. So, das gehört... hier rein. So, dann haben wir das gelöst. Perfekt! Ammonita Ass! So, das war's mit diesen Alf-Ruinen. Hier sind schon wieder solche Itzognitos, die wir aber leider nicht brauchen. Deswegen gehen wir jetzt so schnell wie möglich wieder raus. Und ja, mit dieser Treppe schaffen wir das. So, wir haben alle Alf-Ruinen gelöst. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen, Brudis. Auf jeden Fall machen wir jetzt noch Lugia Fight. Und zwar ist er bei den Seeschauminseln, oben rechts. Wir haben natürlich Pokéball, also müsste eigentlich passen. Und wir haben Meisterball, meine ich. Da können wir es eigentlich schnell fangen. So, jetzt bräuchte ich nur die genaue Wegbeschreibung, die ich leider nicht weiß. So, ich hoffe, wir kriegen es trotzdem hin. Aber ich glaube, es gab so eine leichte Wegbeschreibung, oder? Das heißt, oben rechts an dieser blablabla, Seeschauminseln, blablabla. Nee, warte mal, das sind die anderen Inseln. Das ist... Warte mal. So, Beutel, Superschutz. Das ist links, unten, oder?
Das ist dann links oben. Das hier ist links oben dann. Das ist links oben. Dann ist das rechts oben. Stimmt's? Das müsste dann rechts oben sein hier. In der Nähe oder nicht? Hier rechts oben. Bla bla. Ist das rechts oben oder nicht? Ich erinnere mich gar nicht jetzt, ob es rechts oben ist oder nicht. Ich glaube, das war das, ne? Doch, ich kann mich an sowas erinnern. An sowas kann ich mich wirklich erinnern. Jetzt müsste das rechts oben sein. Glaube ich jetzt mal. Okay, perfekt, geht da rein. So, dann brauchen wir Blitz. Anti-Schock regelt das mit Schellen. Nee, mit Blitz. So, perfekt. Dann geht's auf jeden Fall geradeaus. Nee. Wo muss ich denn lang? Ich glaube hier runter, ne? Das passt schon. Hoffe ich jetzt mal. Ich glaube, das ist richtig. Das müsste so sein. Wenn nicht, dann täuscht mich. Ich bräuchte echt eine genaue Wegbeschreibung. Ich glaube schon. Das ist nicht richtig, glaube ich. Das ist kein bisschen richtig. So. Nugget aber haben wir gefunden. Schön. Nugget ist sehr schön. Da wollen wir natürlich nicht lang. Wobei, wir kommen hier raus. So, dann gehen wir gerade aus lang. Luchtseil. Ja, wir haben Fluchtseil gefunden, ne? So, dann müsste es hier sein. Das Pokémon. Glaub schon. Mega Block. War es eigentlich überhaupt nicht. So, ich weiß echt nicht, wo dieser Lugia ist. Könnte hier sein. Und zwar sowas von sein. Sicher bin ich mir aber trotzdem noch nicht ganz. Aber wie es scheint, ist es schon ein guter Weg. Also es sieht gut aus. Ich glaube, ich erinnere mich auch in solchen Wegen. Nee, vollkommen falsch, oder? Hm. Da müsste halt mal oben, von oben aus, von Oliviane City aus dorthin fliegen. Surfen. Denn es muss oben rechts sein. Das heißt, es ist dann hier rechts irgendwo. Das erste, das kommt. Das ist dann das. Oh, hier noch nicht. Da musst du weiter links. Ist klar. So, dann hier rechts. Immer schön rechts bleiben. Was? Der Trainer ist doch da? Junge, Quell, wie du sollst schwimmen? Surf kann hier nicht eingesetzt werden. Ich dachte, ich habe alle besiegt, Alter. Wieso sind da noch Pokémon-Trainer frei? Ich verstehe das nicht. Habe ich da durchgerast oder so? Bin ich da durchgerast? Ja, wundert, dass meine Pokémon so schwach sind. Muss ich ehrlich zugeben, Alter. Muss ich ehrlich zugeben, Alter. Halt die Fresse, du Schwuchtel. Biss in deine Fresse, du Lappen. Okay, hör auf mit dieser Scheiße. Kein Wunder, dass meine Pokémon so schwach sind. Das ist doch kein Problem. Das ist doch kein Ding, Alter. Aber die Pokémon bringen mir eh nichts mehr. Also die würden mich nicht mehr leveln. Der hat mich früher gelevelt, aber... Was? Du überlebst noch? Krass. Aber hey, du überlebst doch nicht mehr so schnell wie ich bin. Ich bin Gang. Ich bin der Killer Miller. Hol Antischock einfach vorne dran, dann müsste alle Pokémon besiegt sein. Und zwar in unmittelbarer Nähe. Also sehr, sehr schnell. Und der Part ist auch schon wieder überlang, Alter. Oh Gott, oh oh, ich hab verloren. Ich weiß. Jetzt Ruhe. Okay, Pokémon hol. Antischock. Als erstes, la 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 la. So, Schutzweg. Och Gott, ey. Ist das nervig. Immer Superschutz. Ja, leck mich, Alter. Superschutz hier. So, die Steine, die Entwicklungssteine bräuchten wir zwar nicht, aber ich hab's euch trotzdem schon mal gezeigt. Und gegen den haben wir zum Glück gekämpft. Warte mal, das ist doch das. Oder was unten rechts?
Nee, das ist doch der richtige Weg. Ich kann mich auch an sowas erinnern. Bin, glaube ich, dann ganz falsch gegangen oder so. Müsste dann so gewesen sein. Ich weiß selber nicht, wie ich das hier gemacht habe. Wie ging dieser Weg? Ach Gott, Bodis. Soll ich jetzt schnell nachschauen? Oh, Blitz einsetzen. Vergessen. Antischer, komm, mach Blitz. Okay, perfekt. So, schön geradeaus sollte man, aber das geht ja gar nicht. So, dann gibt es hier noch irgendwas. Was, wenn ich einfach so lang gehe? Ist das der richtige Weg? Oder der falsche? Ich bin auf jeden Fall eigentlich richtig. So. Das scheint mir bis jetzt richtig zu sein. Ich kann mich an sowas erinnern. An sowas kann ich mich richtig erinnern. Dann gehst du erstmal weiter geradeaus. Oder? Schon machst du Surfer. Nee, da kannst du noch nicht hoch. Aber da kannst du Kaskade benutzen. Da dann. Okay, entweder gehst du jetzt hier hoch lang oder hier unten lang. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Es tut mir leid, dass ich es echt nicht mehr weiß. Unten lang? Könnte es sein. Ich möchte mich jetzt nicht verkacken. Es müsste bald ein Opas... Ja, das müsste es sein. Ne, warte mal. Ne, da gehst du nicht lang. Geh weiter so. Weiter. Nochmal zurück. Nochmal zurück. Schnell surfen, das ist so scheiße. Ein kleines Rätsel, das wir selber ein bisschen lösen. Ich weiß jetzt nur, dass es oben rechts ist. Dann müsste es hier weitergehen. Bin ich mir sicher. Mann, das kann es gar nicht sein. Dann ist es hier. Ich glaube, das ist auch der Ort, oder? Oh, das ist Lugia! Ach, geil! Ah! Ein wildes Lugia. Ach, geil, mit Meisterball natürlich fangen. So, komm, Meisterball. Erhalten. Meisterball her. Fuck you! Scheiße! Was, wenn ich Flucht benutze? Ach Gott! Ich glaube, es ist noch da. Es ist nicht mehr da! Scheiße, Mann, fuck! Fuck, 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 fuck! Fuck you! Brudis, bis gleich, Leute. Ich kann noch den Spielstand, glaube ich, noch retten. Bis gleich. Ich habe jetzt zum Glück noch nicht gespeichert. Die Alfruine muss ich sowieso nicht machen, also ist scheißegal. Ich habe es euch nur gezeigt gehabt, aber weiter geht's gleich. Boah, ich kann es noch retten, Brudis. Bis gleich. Ja, wir sind gerade in Safronia City. Ich bin natürlich... Wir haben natürlich die Alfruine natürlich nicht gespeichert. Aber das könnte uns scheißegal sein. Hauptsache, wir bekommen... natürlich... Lugia. Der Pokémon müssen wir nicht ablegen, wir müssen einfach nur... Warte mal, die Box ist ja gar nicht voll. Stimmt, wegen Nizognitus ist sie jetzt nicht mehr voll. Okay, dann müssen wir die gar nicht wechseln. Also, wir sehen uns gleich in Dukatia City. Bis gleich. So, wir treffen uns gleich bei Lugia. Natürlich. Und wir müssen natürlich nochmal gegen diesen Trainer kämpfen. Das mache ich aber auf Screen. Also, bis gleich, Leute. Wir sehen uns bei Lugia. Die haben wir noch gar nicht gekämpft. Aha. Auf diese Weise legst du deine Ruhepause an und sammelst Energie. Aha. Gegen die haben wir noch gar nicht gekämpft, Alter. Aber zum Glück haben wir Antischock natürlich im Vordergrund. Ich weiß nicht, wieso wir gegen diese ganzen Trainer gar nicht gekämpft haben. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, es liegt daran, weil ich in eine Speicher... nicht gespeichert habe, glaube ich. Oder es kann sein, dass wir die gar nicht gemacht haben. Das weiß ich selber nicht. So, noch ein Starmie hat die. Hat die kleinen... Ah! Ah, mein Auge! Ah, mein Scheiß, mein Auge! Alter, mein Auge! Ach, Kacke, Alter. Das passiert immer mir. Ach Gott. Alter, wie Pech wir hatten, ne? Mit dem Lugia, ey. Das ist doch unglaublich, dass sowas natürlich mir passiert. Und ich hab's auch noch eiskalt vergessen. Oh, du bist ausgeruht als ich. So, wir sehen uns jetzt bei Lugia.
So, wir haben uns vor Luge getroffen. Perfekt, jetzt ist sogar der Schutz weggegangen. Den wir sowieso eigentlich gar nicht gebrauchten. Und ich speichere zur Sicherheit, falls unsere Box doch voll sein sollte. Aus welchem Grund auch immer. So, Lugia, Bruder. Oh, dich will ich fangen, Alter. So. Meisterball. Fertig. So, fang dir, Lugia. Fertig. Der kann nicht daraus entkommen. Es geht nicht. Perfekt. Lugia. Wo wurde gefangen? Lugia wird der neue Eintrag im Pokédex angelegt. Taucher. Man sagt, dass es sich meist ruhig am Meeresboden auffällt, um seine Kräfte im Zaum zu halten. Willst du Lugia einen Spitznamen geben? Ja. Und zwar... wie wollen wir den nennen? Oh je. Scheiße, wie soll ich den nennen? Keine Ahnung. Ich habe keinen Namen für den. Lugia, komm einfach. Lugia ist sowieso schon ein geiler Name genug. Und haben wir ein Fluchtseil überhaupt? Nee, ne? Nope. Dann müssen wir leider so raus. Ich weiß selber nicht, wie man hier rauskommt. Doch, das war leicht. Hier durch, oder? Nein, ich habe erst Schutz... Oh Gott, ich habe Schutz nicht eingewendet. Ich blöde Jan. Ach, das wird schön. Ach, das wird super, ey. So, leck mich, du Pfosten, Alter. So, schön, dass wir Superschutz benutzen. Der Part ist sowieso gleich beendet. Ich will jetzt einfach nur noch raus. Mit euch gemeinsam gehen wir natürlich raus. Nicht anders. Damit ihr auch wisst, wie man hier wieder rauskommt. Sonst wisst ihr es ja nicht. Ich weiß es selber nicht genau. Aber wir finden es heraus. Ich denke schon, dass wir das herausfinden und schaffen, da rauszukommen. Und perfekt, wir sind draußen. Wobei. Nee. Noch nicht ganz. Doch, jetzt gleich. Ja, perfekt, wir sind draußen. Ah, mein Auge tut weh gerade. Auf jeden Fall, wir müssen jetzt, glaube ich, zu Indigo Plateau. Zum Indigo Plateau, Mann. Mein Gott. So, da können wir eigentlich jetzt schon mal zu Indigo Plateau gehen. Und... Wobei, warte mal, wir müssen ganz anders dorthin, ne? Ich glaube, wie müssen wir dorthin? Stimmt, ich weiß jetzt genau, wie man dorthin geht. Wir gehen jetzt erstmal mit dem Magnetzug. Wir fahren jetzt nochmal mit euch gemeinsam dorthin. Damit ihr wisst, wie das ungefähr jetzt wieder aussieht. Schön mit dem Magnetzug, bla bla bla. Kann jederzeit mit dem Magnetzug gehen. Es geht schnell. Ihr müsst euch... Ihr könnt euch ausruhen. Es ist schön. Sieht geil aus. Schiff ist langweilig. Dauert ein paar Tage, aber da hast du Luxus, ne? Also, ist natürlich besser als Zug, aber... Zug ist natürlich schneller. Ankunft in Safronia City. Beehre uns bald wieder. So. Wo wollten wir... Genau, wir wollten jetzt fliegen. Wir müssen jetzt zum Indigo Plateau. Eigentlich nicht, weil... Wir müssen dann zur Siegestraße durch und da wollen wir natürlich nicht durch. Deswegen habe ich einen kleinen Trick. Wobei, warte mal. Ich glaube mit Vertania City, oder? Wenn wir nach oben gehen. Ich weiß es gerade nicht wirklich. Es gab hier auf jeden Fall... Doch, es gab hier einen Trick. Stimmt. Zum Pokéliga zu gehen. Wenn ihr ab zur Pokémon-Liga geht, dann gibt es hier so ein Haus, dann führt es euch zum Indigo Plateau. Dann kommt ihr hier raus. So, und dann könnt ihr hier links rein. Das ist der Silberberg. Auf jeden Fall sehen wir uns dort. Hier, was steht da? Route 28. Gibt es auf jeden Fall sehr viele Pokémon zu fangen. Das sind geile Pokémon. Aber warte mal, wollen wir nicht unsere Pokémon erstmal wechseln? Komm, lass unsere Pokémon wechseln. Ja, komm. Ich will auf jeden Fall Lugia in meinem Team haben. Das ist ziemlich geil. Wir bringen Psychokinese und so weiter bei. Okay, welches Pokémon soll dafür weggehen? Welches Pokémon könnte jetzt weggehen? Ja, das wäre denn überhaupt nicht wichtig. Nessie, denke ich mal, ist überhaupt nicht mehr wichtig. Welche Attacken kann es denn?
Drachenwut, Kaskade. Was Attacken hast du ja schon? Braucht man eigentlich bis zu diesem Weg überhaupt Kaskade? Nee, glaub nicht. Wobei, ich glaub schon. Aber ich glaube, Luke kann das eigentlich auch lernen. Hoffen wir es jetzt mal. So, jetzt musst du es leider lernen, Lugia. Ich hoffe, du kannst es wenigstens lernen. Badada! Aufpassen. So, dann bringen wir dir jetzt mal bei. So, wo bist du denn? Kaskade ist Form 7. So, das brauchst du, Lugia. Ja, Lugia kann es lernen, wusste ich doch. Also Kaskade zu erlernen. Welche Attacken kann das überhaupt? Genesung, Hydropumpe, Regentanz, Sternschauer. Hydropumpe kann das? Geil. Hier, Sternschauer braucht man nicht, Regentanz auch nicht. Ich würde sagen, Hydropumpe raus. Weil ich glaube, der hat gar kein Feuer-Pokémon, oder? Ja, da kannst du Regentanz wegmachen. Weil Hydropumpe trifft so selten, das brauchst du nicht. Kannst du Kaskade benutzen. Kaskade ist viel besser. So, dann anstatt Regentanz, benutzt es Stahlflügel. Stahlflügel ist ziemlich geil. Und könnt ihr jederzeit benutzen. Lugia, brauchst Stahlflügel, Bitch. Und ja, wir bringen die geile Attacken bei. Genesung brauchst du auf jeden Fall. Regentanz weg. Kann er Stahlflügel und jetzt noch Psychokinese braucht er. Ich glaube, sowieso ein Psycho-Pokémon, ne? Dann Psychokinese, genau, perfekt. Dann war's das mit dem ganzen Gelerne. Psychokinese kann eigentlich... Kann sogar Laval lernen? Wusste ich gar nicht. Lugia. Geilo, Marty. So, wir brauchen Lugias Psychokinese. Das gegen Sternschauer. Und jetzt bin ich der Shit. So, Genesung. Welche Attacken gibt es hier noch, die geil sind? Solarstrahl. Ich glaube, wir bräuchten Solarstrahl, sowas. Gigasauger? Kann das jemand lernen? Ja, Urbert. So, dann bringen wir es Urbert bei. Gigasauger zu erlernen. Bla, bla. Fick dich, du Schwuchtel. Ja, dann. Schubuckball ist der Shit. Läuterfeuer brauche ich. Wobei. Genesung könnte man so wegstreichen, ey. Das brauchst du eigentlich überhaupt nicht. Wir haben ja genug Genesungen, die wir ihnen sowieso geben würden. Ich überlege, Läuterfeuer oder Genesung. Genesung, Schupp. Sorry. So, Läuterfeuer. Anstatt Läuterfeuer kannst du mal Blitzkanone oder sowas lernen. Nee, Blitzkanone? Warte mal, das kann doch Ding bestimmt lernen, oder? Ey, das brauchst du gar nicht. Toxin ist eine ziemlich geile Attacke, aber Solarstrahl brauchen wir unbedingt. Das kann nur Herbert lernen, okay, dann bringen wir es den bei. Komm. Du bist der Shit. So, anstatt Gigasauger, nee, anstatt Läuterfeuer, kannst du jetzt Solarstrahl und das ist der Shit. So, Angeberei. Ja, perfekt. Dann könnten wir jetzt schnell zum Indigo Plateau gehen, noch schnell. So, jetzt ist mal Superschutz benutzen. Superschutz, wo bist du denn? Hier bist du. So, perfekt mit dem Fahrrad noch schnell, bevor das ein 1-Stunden-Part wird. Hoho, ich hab keinen Bock auf ein 1-Stunden-Part, das wird doch scheiße. Ey, geh jetzt hoch, Mann, meine Güte. So, jetzt kannst du da durch, Bruder. Okay. Ich glaube, die letzte Begegnung wird dann dort mit dem Rivalen sein. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sehen wir uns im nächsten Part hierhin. Und es wird legendär. Der letzte Part wird bald auf euch zukommen, Brudis. Haut rein. Ciao.